Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Das Schwarze Auge. Ja, wir sind immer noch in dieser Mühle und ich bin immer noch am Rätseln. Solange der Unhold draußen wacht, wäre das Selbstmord. Wie wir da jetzt rauskommen am besten? Ich könnte da den Schemel... Das führt zu nichts. Okay, das führt zu nichts, das ist sehr schade. Das kann ich nicht schneiden. Ja, das solltest du auch nicht. Ich kann dir sonst nichts, ne? Ich sehe dich. Also schön, dass du mich siehst. Kann ich mit der Waldziege was machen? Natürlich nicht. Nee. Kann ich mit dem Feuerstein hier was machen? Ich zünde hier nichts an. Jedenfalls nicht, solange Nori da ist. Okay, das ist ein Wort. Das sollte nicht brennen. Ich möchte das ja auch nicht kombinieren. Rechts, geradeaus. Okay, das ist das. Das brauchen wir auch nicht. Mit der Wasserflasche kann ich, glaube ich, auch nichts machen. Der kleinste... Ja. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auch sonst nichts. Solange der Unhold draußen war... Der Griff ist abgebrochen. Ich brauche einen neuen Griff. Die Scharniere durchzusägen dauert viel zu lange. Kann ich das Ding... Das schaffe ich niemals. ...kaputt machen? Ach was. Das kann ich... Ich schau mal, ob ich irgendwas kaputt machen kann. Wozu? Ja, um es als Dingens zu verwenden. Keine Zeit. Okay. Das lasse ich. Das lässt du mir lieber das... Natürlich nicht. Warum nicht? Ach was. Gut, die Fesselstricke könnte ich kaputt machen, möchte ich aber nicht. Achso, ich könnte eigentlich... Ja, ach Gott, ich bin so kann es gehen. Wie blöd bin ich eigentlich? Ja, gut. Ich habe mir die Frage gerade selber beantwortet, quasi. Also, müsste mir nicht beantworten, ja. Hier wird alles dunkel. Nur noch ganz kurz, Nori. Was ist da unten? Es ist dunkel. Willst du einmal für mich nachschauen? Nicht jetzt. Es geht tief runter und es gibt keine Leiter. Ach so. Ja, dann Stroh? Stroh brennt, das muss ich nehmen. Toll, das weiß ich. Besser nicht. Jetzt haben wir da... Was kann ich jetzt Siehst hier machen? Siehst du was? Was ist da unten? Es ist dunkel. Willst du einmal für mich nachschauen? Nicht jetzt. Aber ich kann nicht runter, weil wir keine Leiter... Ach so, mit dem Schemel vielleicht? Das lasse ich lieber. Nee. Wird doch nichts. Hatte schon bessere Einfälle. Das ist richtig, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich da sonst... Vielleicht. Nee, ich möchte immer das kombinieren. Ach nein. Okay, er will kein Stroh rein mit dem Messer vielleicht? Das ist keine Hilfe. Ist keine Hilfe, okay. Ich gucke nicht. Anzünden können wir es auch Keine nicht. Zeit. Okay, mit dem Zettel natürlich ich auch sollte nicht. Das Wasser auch nicht verschwenden. Das kann ich besser. Das kannst du besser. Ah. Auf der anderen Seite hängt sie noch durch. Hä? Was? So hält die Decke noch nicht. Ja, aber wieso willst du jetzt die... Warum willst so du... So wird das nicht. Warum willst du jetzt die... Was machen? Was ist denn Keine das jetzt? Schlechte Idee, sie festzunageln. Aber die Scherbe wird nicht halten. Mit Glassplittern. Da bringt der Zauber nichts. Ach so. Das übersteigt meine Kräfte. Okay. So hält die Decke noch nicht. Okay. Hm? Nein. Nicht? Das braucht kein Wasser. Auch kein Wasser, okay. Da hilft kein Funken. Nicht? Ja, mach mal eben mit dem Messer. So. Jetzt soll das Biest nur kommen. Ach, wir wollen das Und wenn Biest? Es im Dunkeln sehen so ist das. Okay. Ich sollte die Falle tarnen. Ja, dann pack mir eben, wenn du die Falle tarnen willst, dann pack mich. Ich weiß ja nicht, was... Dass wir da eine Falle Gut. machen sollen für das Vieh. Das muss klappen. Vieh. Nori, du kannst jetzt... Nori? Verdammt. Oh oh. Haben die Nori gefunden? Der Schrei. So. Haben die Nori gefunden? Oh mein Gott, bitte nicht. Nee, sie ist nur bewusstlos. Okay. Das Wach ist okay. Auf. Wir müssen weg. Was? Wo bin ich? Keron? Ich habe den Feenforscher gesprochen. Ich weiß, wie alles wieder gut wird. Wirklich? Wir bringen dich zurück in deine Welt. Nein, niemals. Ich bleibe hier. Es ist der einzige Weg. Dort bist du sicher vor dem Seher.
und du kannst wieder richtig zaubern. Und Andergast wäre auch gerettet. Hör auf, hör auf, hör auf! Nuri. Geh weg! Ich wollte doch nur... Wenn wir noch lange hier bleiben, kommt die Kreatur zurück. Oder der Rabe. Ich habe keine Wahl. Ja, kommst du dann? Kletter zu mir herunter. Oh, ich bin so müde. Oh, verdammt. Lass mich noch etwas ausruhen. Das geht nicht. Wir müssen hier weg. Mhm. Wir können hier nicht bleiben. Geron, ich will nicht mehr. Das hat nichts mit Wollen zu tun. Wir müssen hier weg, sonst geschieht etwas Schreckliches. Ich kann nicht. Geh ohne mich. Okay. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Feenforscher erzählte von einem Feentor im Norden, am Ende der Welt. Es führt in ein wunderschönes Reich, weit weg vom Seher. Dort wärst du sicher. Wie heißt das Reich? Fanglari. Es heißt Fanglari. Und er hat mir auch gesagt, wo wir das Tor dorthin finden können. Fanglari? Ja, aber um dorthin zu gelangen, musst du sofort runterkommen. Ich kann nicht. Es ist nur ein Hopser. Schau, ich fang dich auf. Bau mir eine Treppe. Eine Treppe? Wie soll ich dir denn eine Treppe bauen? Also gut, ich lasse mir etwas einfallen. Ja, gut. Bin gleich zurück. Ich meine, wenn sie... Ja. Du kannst doch auf den Steg springen. Mein Gewicht trägt er auch. Nein. Nö. Warte, ich streue dir noch Rosenblätter auf den Steg. Musst du nicht unbedingt. Ah, ein Balken. Wäre der Querbalken nicht abgebrochen, könnte Nuri da einfach runterklettern. Wenigstens die Balken sind noch stabil. Ja gut, wenn die stabil sind, komm, säg mal ab. Schau, die Treppe. Komm jetzt. Ach so. Ich weiß nicht. Ich möchte einfach nur schlafen. Nuri! Erzähl mir mehr von Fanglari. Ist es schön dort? Ja. Zaubern, komm. Das Unglaublichste ist, jede Fee kann in Fanglari zaubern, ganz ohne Schmerzen. Wird sie nicht schwach? Es ist doch ein fremdes Reich. Alles in Fanglari ist voll mit Feenzauber. Darum verlierst du keine Kraft, sondern benutzt die aus dem Wind oder aus dem Meer. Du bist eins mit der ganzen Welt. Ach, so läuft das. Das klingt schön. Das will ich. Gut, ja, dann komm. Kommst du dann? Komm herunter. Dann führe ich dich nach Fanglari. Ich versuche es, aber ich brauche noch eine zweite Stufe. Doch. In Ordnung. Aber dann kommst du auch wirklich runter. Versprochen. Okay, eine zweite Stufe. Komm, nehmen wir das Schemel. Oh, gleich hast du es geschafft. Was ist mit Herrn Rabe? Wir müssen auf ihn warten. Jetzt haben wir die Wahrheit. Der Rabe ist gefährlich. Er ist ein Spion des Seers. Wir müssen hier weg sein, bevor er zurückkommt. Das stimmt nicht. Herr Rabe hat uns immer geholfen. Vertrau mir, ich würde dich niemals anlügen. Du mochtest ihn einfach nie. Okay, die Wahrheit war doch nicht so klug. Du musst mitkommen, jetzt. Aber sie kommt mit, oder? Ja, sieht gut aus. Gerons Worte gaben Nuri neue Kraft. Sie wollte alles wissen, was der Forscher ihm über das verborgene Reich erzählt hatte. Wo lag es? Hinter den Bergen? Hinter den Sümpfen? Warum war es so geheim? Sie stellte sich ein Land ohne Zeit vor, ohne Erinnerung und ohne Zukunft. Ein grenzenloses Land ohne Horizont. Gerons Lüge nahm Gestalt an und in Nuris Kopf entstand das verzauberte Reich Fanglari. Ui, Lügen sind nicht gut. Unterdessen trug der Fluss das kleine Boot nach Norden, der Schmugglerstadt Enqui entgegen. Den stinkenden Schwefelseen der Brinasca Marschen. Selbst Nuri gefiel es hier nicht,
Sie sah ein, dass sie Gerons Welt verlassen musste, solange der Seher hier nach ihr suchte. Das machte sie wieder traurig. Aber vielleicht konnte sie Geron ja mitnehmen. Warum nicht? Weil es unmöglich ist, Nuri. Ich muss nach Andergast zurück. Goswin? Menander, Goswin? Was ist denn in Andergast? Es ist meine Heimat. Macht bitte auf! Das ist doch das Haus, das uns beschrieben wurde. Vielleicht ist niemand zu Hause. Da muss jemand sein. Wir brauchen dieses Prisma-Ding. Der Feenforscher hat gesagt, es ist der Schlüssel nach Fanglari. Sucht ihr Menander Goswin? Dann verschwendet ihr eure Zeit. Wie meint ihr das? Sag du zu mir. Hier mag niemand dieses förmliche Gewäsch. Goswin wurde tot aus dem Svelte gefischt. Ach, nö. Vor etwa einem Jahr. Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Jarre. Ich bin Geron. Und das ist Nuri. Und ihr beide seid zum ersten Mal in Enqui. Woher ich das weiß? Ich höre zu. Ich bin das Ohr der Gassen und ihr flüsterndes Gewissen. Beeindruckend. Ich kann euch auch das ein oder andere besorgen. Oh, ja. Wer hat Goswin das angetan? Er sich selbst natürlich. Wie eine Menge anderer Leute in der Stadt. Und was steckt wirklich dahinter? Oh, in Enqui kann man sich die verschiedensten Feinde machen. Schmuggler, Walfänger, Torwaler. Frag dort im Badehaus, wenn du mehr erfahren willst. Wenn du Glück hast, plaudert die Baderin für umsonst. Goswin besaß ein Prisma. Weißt du etwas darüber? Ein Prisma. Ohne dass mein Beutel klimpert, weiß ich nur, dass Goswin eines hatte. Ach, was weißt du denn darüber? Auch nichts weiter. Vorsichtig, hä? Solltest du auch sein. Die wollen alle Geld. Gib auf deinen Rücken Acht. Oh je. Ja, gut. Gerümpelt. Wer wirft diesen kostbaren Handspiegel weg? Ah, er ist gesprungen. Ist egal. Können wir wieder gut machen, ne? Bitte einmal gut machen. Ich habe doch gar nichts gesagt. Spiegel. So, Aufzeichnungen des Feenforschers. Warum sind die zerrissen? Irgendwelche Symbole, verwirrende Zeichnungen, Gekritzel. Diese Symbole, das Schwebende, das Brennende, das Magische. Laut Goswin sind das die 7 Elemente der Feenwelt. Okay. Ja, was gibt's da sonst noch so anzubieten hier? Eisenring. Ein verwaister Eisenring. Zum Henker. Dieser Nordhimmel macht mich noch ganz melancholisch. Ja komm, dann nehmen wir diesen Eisenring mit, wenn der da so verwaist ist. Hier werden Schiffe verteut. Ist egal, ich will den Ring. Hier werden Schiffe verteut. Ich will den Ring. Oder auch nicht. Hier regnet es wohl häufiger. Fest verknotet. Oh, da sitzt ja einer. Brandweinflasche. Ach komm. Der erkennt nicht mal mehr seine eigenen Füße. Quatschen wir mal mit dem. Der ist sympathisch. Hallo. Hey. Der ist ganz woanders. Oh. Vielleicht auch besser so. Der ist ja wirklich. Ja gut, komm. Go. Du trinkst besser nichts mehr. Ja, das haben wir jetzt mal entschieden für dich, ne? So, okay, jetzt haben wir eine brandleere... Ach, die das ist leer. Kann nicht gesund sein. Da hast du einen Orkschädel drauf gemalt. Ja, sicher ist das gesund. Komm, starkes Zeug ist nie schlecht. So, was gibt's denn sonst noch? Also da kommen wir jetzt echt nicht rein, oder was? Goswin ist also tot. Wie sollen wir jetzt das Feentor finden? Wir müssen herausfinden, wo dieses Prisma ist. Ich klopf trotzdem mal an. Du glaubst mir wohl nicht. Nö. Der Mann ist tot. Du glaubst mir, okay. Der... Ja, ich glaub der eh. Ah, eine Eferd-Statue. Ich würde mich nicht so lässig an ein Abbild eines zornigen Meeresgottes lehnen. Ja, dazu sollte man schon ein Liebling der Götter sein. Vielen Dank für den Regen, Eferd. Ja, okay. Gut, da sind wir hergekommen, oder? Nee, da geht's in einen anderen Bereich des Dorfes. Oder? Ach du. Oh.
Balken. Er trägt nichts und er hält nichts. Und was sollen diese Haken an der Wand? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich wissen wollen. Ich habe Angst. Dieser Balken ergibt nicht allzu viel Sinn. Doch, da kann man Leute aufhängen. Blauer Hering. Nimm ich mit. Der Fährmann hat jederzeit ein Auge auf seinen Fisch. Okay, ja gut, dann reden wir mit dem mal. Was steht neben ihm auf dem kleinen Schild? Fische und Überfahrten soll das wohl bedeuten. Bist du der Fährmann? Aha. Fährst du auch durch den Sumpf? Was soll das Gemurmel? Kannst du nicht ordentlich reden? Ach so. Tut mir leid. Aha. Was? Na, schon was gefangen? Kannst du mir einen Fisch abgeben? Nur einen Fisch, mehr nicht? Fahr mich und meine Begleiterin durch den Sumpf. Ja, wir sind zu zweit. Ach so, zwei Kreuzer. Ja, toll. Zwei Heller? Etwa Silbertaler? Das ist doch viel zu teuer. So viel habe ich nicht. Super. Preis drücken. Geh runter mit dem Preis, dann treibe ich das Geld auf. Vor. Ach. Gibt es etwas anderes, womit ich die Fahrt bezahlen kann? Sehr gut, und was? Soll ich dir einen Bart besorgen? Oder einen Gegenstand? Was zu essen? Zu trinken? Schnaps? Schnaps also. Schwere Geburt. Okay. Leihst du mir deine Angel? Okay, ja. Hätte ja sein können. Mach es gut. Okay, wir müssen den also Schnaps besorgen. Na toll. Das kann ja was werden. So, gucken wir mal weiter. Was gibt's hier sonst noch Schönes? Ah, ein Räucherhaken. An solchen Haken hängen die Nostria angeblich ihre Salzarelen zum Ausdünsten auf. Ja, nehmen wir doch gleich mit, ne? Alles, was wir haben, haben wir. So, was gibt's da sonst noch so zu finden? Oh, ein Schiff! Hi! Wächter! Mit dem Kahlschädel möchte ich nicht aneinander geraten. Ja, wir reden ja nur mit dem. Schau mal, vielleicht... Was willst du? Ich will mich nur mal umsehen. Mach dich vom Acker. Der ehrenwerte Harm wünscht keinen Besuch. Ja, aber... okay. Können wir da außen rum? Ein Beiboot. Ungewöhnliche Konstruktion. Aber was versteht ein Andergaster schon von der Seefahrt? Falls das Schiff ablegt, können wir uns als blinde Passagiere in diesem Beiboot verstecken. Das ist eine gute Idee. Ich könnte das Beiboot aber auch einfach kaputt machen. Hey. Das lässt sich nicht zerdeppern. Ja gut, das war natürlich wieder klar. Gut, aber sonst ist da nix. Okay, dann lauf mal bitte darüber. Ah, was haben wir denn da sonst noch so zu finden? Haben wir noch ein Seil? Ne, das Seil haben wir ja, genau, das haben wir irgendwo her verwendet. Wir haben noch ein Wasser und ein Messer, da können wir mit niemandem quatschen. Okay, gut, der will also Schnaps. Falls hätte ich denen die leere Flasche geben können. Weiß ich nicht. Na, dann schauen wir mal da in die Spelunke rein. Ah, sie kommt sogar mit. Lass uns hineingehen. Ja, warte. Du bleibst besser draußen, Nori. Warum? Ich sehe erst nach, ob die Luft rein ist. Ist wohl besser. Na gut. Du fragst nach dem Prisma. Ich frage den verträumten Mann nach Fanglari. Oh, da haben sie sicherlich voll die Freude. Ach, schön. Oh. Jetzt mach schon. Ich muss eine Nachricht überbringen. Erst kümmert sich gute Minka um böse Wunde. Arroken bringt mich um. Ich muss jetzt gehen. Danach komme ich wieder. Bleibst du sitzen, Kindchen, sonst verschriebelt sich Wunde. Nachricht kann warten. Warten? Ich wollte längst mit meinem neuen Kerl im Haifischzahn sein. Mit böser Wunde kannst du Männer nicht lieben, Kindchen. Jetzt sitzt er da im Bottich und wird bloß wieder ungeduldig. Hat er gerade ein Entlein nach oben gehoben? Wo sind wir jetzt hier eigentlich gelandet? Was ist denn... Hä? Das kann ich brauchen bei diesem Nostria-Wetter. Ja, nehmen wir es doch mit. Hat keiner gesehen. So.
Froschskulptur. Jede einzelne Warze ist genau herausgearbeitet. Das kann doch unmöglich ein einfaches Steinbild sein. Nö, das ist voll toll, das Ding. Klau ich Fingerchen weg, junger Mann. Oh, ich wollte das nicht klauen. Leer. Ja gut, ein leerer Eimer ist besser als gar kein Eimer, ne? Tada! Und geklaut. Bandagen. Sie sind mit einem Pulver beschmiert. Ja, nehmen wir mit. Na. Oh, oder auch nicht. Ja, Rucksack. Gehört wohl diesem Mädchen. Moment, was ist... Ah, ein Zapfhahn. Fehlt nur noch das Freibier. Ja, Zapfhahn nehmen wir mit. Einfach alles klauen, was wir finden können. Ja, ist ganz wichtig. Oh, und ein Gast. Ja. Aber was die hier denn so treiben, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, Leute. Tschüss.